Vielen Dank, Herr Seidler, für die Einführung. Ich heiße alle Zuhörer und Zuschauer herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich freue mich, dass wir dieses Webinar zusammen mit Cerva als unserem Partner im Bereich der Dialyse durchführen können und möchte auch gleich beginnen. Im Laboralltag steht man immer wieder vor der Aufgabe, dass man seine Proben reinigen möchte von unerwünschten Substanzen, beispielsweise Makromoleküle von kleineren Verunreinigungen zu trennen in der Proteinreinigung, das heißt, das gewünschte Protein, was man reinigen möchte, möchte man beispielsweise von anderen Zellkomponenten oder anderen Proteinen trennen, eventuell Salze entfernen, die in vorherigen Reinigungsschritten hinzugefügt wurden, Farbstoffe oder auch Detergenzien, die zur Reinigung von schwer löslichen Proteinen zugesetzt wurden. Eventuell möchte man den Puffer tauschen, den man einsetzt in diesen Reinigungsschritten, ein pH-Shift vornehmen oder auch Bindungsstudien vornehmen im Bereich Pharmazie, also Wirkstoffuntersuchungen. Eventuell möchte man auch Proben konzentrieren oder, was neuerdings auch möglich ist, Zellen kultivieren in kleinen Bioreaktoren. Und für solche Aufgaben oder Fragestellungen eignet sich eine Trennung nach der Molekülgröße. Da gibt es drei verschiedene Methoden. Zum einen die Dialyse, was auch Schwerpunkt dieses Vortrags ist. Oder auch die Reinigung oder Trennung in der Gelfiltration bzw. über Zentrifugenfilter Ultrafiltration. Ich möchte alle drei Varianten kurz vorstellen und mich dann auf den Bereich Dialyse konzentrieren. Die Gelfiltration ist eine Form der nicht absorbierenden Chromatographie. Es wird ein isokratisches Laufmittel verwendet und es wird unterschieden zwischen Molekülen verschiedener Größe. Hierbei sollte man beachten, dass die Molekülgröße mindestens doppelt so groß sein sollte, um eine ausreichende Trennung zu erreichen. In der Regel oder eine häufige Anwendung hierbei ist die Entsalzung von Proben. Das heißt, man setzt Proteinproben, die im Vergleich zu Salzen eine große Molekülgröße aufweisen. Und hierbei ist eine gute Trennung möglich. Große Moleküle werden dabei schneller durch dieses Material transportiert und eluieren schneller als beispielsweise die Salze. Wie bereits erwähnt, wird diese Methode eingesetzt zur Umpufferung oder Entsalzung der Proben. Die Handhabung ist recht einfach. Man kann hohe Wiedergewinnungsraten erreichen und sie wird auch sehr häufig eingesetzt. Nachteile der Methode sind, dass man aufgrund des Prozesses eine Volumenvergrößerung in Kauf nehmen muss. Das heißt, die Proben werden stark verdünnt und müssen für weitere Analysen, weitere Reinigungsschritte oder Aufarbeitungsschritte wieder eingeengt werden. Genau, weiterhin ist zu beachten, dass das Verhältnis zwischen Probenvolumen, was man auf solch eine Säule geben kann, im Vergleich zu dem Säulen, zu der Säulengröße oder Säulenvolumen recht klein. Und zumindest in einigen Fällen ist auch ein teures Zusatzequipment notwendig, um beispielsweise eine FPC-Anlage
Weiterhin ist die Methode limitiert für Hochdurchsatzproben. Die Ultrafiltration oder die Verwendung von Zentrifugenfiltern basiert auf der Trennung von Molekülen über eine semipermeable Membran, die ja nach der Größe, Molekülgröße trennt. Das heißt, hierbei wird ein Druck angelegt, meist über eine Zentrifuge, also Zentrifugalkraft, und die Lösung wird durch die Membran gedrückt, wobei die Moleküle, die eine entsprechende Größe aufweisen, an der Membran zurückgehalten werden. Auch diese Anwendung der Methode ist weit verbreitet. Es ist keine spezielle Laborausstattung notwendig, bis auf eine Zentrifuge, und wird häufig für Umpufferung, Entsalzung, aber auch Aufkonzentrierung von Proben verwendet. Es sind zahlreiche Produkte auf dem Markt erhältlich mit unterschiedlichen Membranen, das heißt verschiedenste Cut-offs. Die Handhabung ist sehr einfach. Nachteilig ist allerdings, dass es aufgrund der Konzentrierung der Probe, also der Volumenabnahme der Probe, es zur Ausfällung der Probe kommen kann, dass die Membranen zugesetzt werden, also eine Interaktion mit der Proben mit der Membran stattfindet. Das ist in der Regel auch nicht rückgängig zu machen, das heißt, man muss Verluste in Kauf nehmen. Als nächstes möchte ich zur Dialyse kommen, als dritte Methode, um eine Größentrennung vornehmen zu können. Die Dialyse basiert auf dem Prinzip der Diffusion über eine semipermeable Membran, wobei wiederum nach der Porengröße selektiert wird. Die Diffusion läuft bekanntermaßen von der hohen Konzentration der Lösung zur niedrigen Konzentration ab. Wie man auf der unteren Abbildung sehen kann, befindet sich die Probe, hier als Beispiel eine Proteinprobe mit Salzen, im Innenbereich eines Dialyseschlauchs. Im Außenbereich befindet sich ein Puffer mit einer geringen oder keinen Salzkonzentration, und über die Zeit diffundieren die Salzionen durch die Membran. Die Proteine werden zurückgehalten. Dieser Prozess findet so lange statt, bis ein Gleichgewicht erreicht wird zwischen Innen- und Außenbereich. Die Dialyse ist eine sehr schonende Methode zur Trennung von Stoffen, da hier keine oder nur eine geringe Interaktion mit der Membran stattfindet. Das heißt, Fouling oder Probenverluste treten nur in sehr geringem Maße auf, und die Methode kann mit jedem Standard-Labor-Equipment durchgeführt werden. Auch hier sind wiederum viele Membrantypen, Cut-offs am Markt verfügbar, und mit Hilfe neueren, moderneren Dialyse-Tools oder Devices ist hier auch ein Hochdurchsatz-Screening oder eine Hochdurchsatzbearbeitung von Proben möglich. Die Dialyse kann durch verschiedene Parameter beeinflusst werden. Zum einen die Temperatur, wie man auch in der Abbildung sehen kann, läuft die Dialyse bzw. die Diffusion bei höheren Temperaturen schneller ab. Hier dargestellt ist die verbleibende Restmenge in der Probe, also eines Farbstoffes in der Probe. Und man sieht, dass mit höherer Temperatur eine geringere
Menge an Farbstoff in der Probe zurückgeblieben ist. Hierbei sollte man natürlich beachten, dass die Proben eventuell eine höhere Temperatur, ja, für eine höhere Temperatur nicht geeignet sind. Die Dialyse wird weiterhin durch die Membraneigenschaften oder Dialysegeschwindigkeit durch die Membraneigenschaften beeinflusst. Hierbei sind zu nennen, dass die Porengröße, die Dicke der Membran und die Porosität der Membran. Das heißt, größere Poren, eine höhere Anzahl der Poren würde die Dialyse beschleunigen, eine dickere Membran wiederum verlangsamen. Weiterhin ist entscheidend das Verhältnis zwischen Membranoberfläche und dem Volumen der Probe. Die Länge des Diffusionsweges, die die Probe ja, zurücklegen muss, die Lösung, und die Molekülgröße der enthaltenen Proteine beispielsweise, wobei größere Moleküle eine langsamere Diffusion und Dialysegeschwindigkeit aufweisen. Weiterhin ist entscheidend, wie stark der Konzentrationsgradient ausfällt zwischen Innen- und Außenbereich. Umso größer diese ist, umso höher ist die Dialysegeschwindigkeit. Und man kann beispielsweise den Konzentrationsgradient künstlich hochhalten, indem man den Außenpuffer häufiger wechselt. Dialyse ist ein bekannter Prozess oder die Anwendung der Dialyse. Ich denke, dass jeder die Anwendung eines Dialyseschlauchs kennt und selbst vielleicht schon durchgeführt hat. Seit einigen Jahren sind sogenannte Ready-to-Use-Systeme auf dem Markt erhältlich, die es dem Anwender erlauben, die Dialyse sofort durchzuführen, ohne eine aufwendige Vorbereitung beispielsweise des Dialyseschlauchs. Und ja, die Firma Cyanova bietet auch oder stellt solche Ready-to-Use Dialysesysteme her, die sogenannten Microdialyzer, und die möchte ich jetzt etwas näher vorstellen und einige Beispielanwendungen mit vorstellen. Hier auf der Abbildung sehen Sie verschiedene Varianten der Microdialyzer. Sie erkennen eine Kartusche mit, die unterteilt ist in Segmente. Bei diesen Varianten MD100, MD300 und ED300 besteht eine Kartusche aus 8 Segmenten. Bei dem MD1000 sind jetzt hier 3 Segmente abgebildet. Die unterscheiden sich der Größe des Probenvolumens. Sie bieten den Vorteil der einzigartigen Geometrie. Das heißt, wir haben hier eine sehr große Oberfläche im Vergleich zum Probenvolumen, was eine sehr schnelle Dialyse ermöglicht. Sie wurden entworfen speziell für kleine Probenvolumina, das heißt im Bereich von 10 bis 1000 Mikroliter, wobei der MD100 bis 100 Mikroliter Probenvolumen gedacht ist, MD300 und ED300 bis zu 300 Mikroliter und der MD1000 bis 1 Milliliter. Die Systeme sind skalierbar zwischen 1 und 96 Proben. Das heißt, Sie sehen hier in der Mitte eine Abbildung. Dann erkennt man eine Deepwell-Platte. Da befinden sich die Kartuschen, also bis zu 12 Kartuschen passen eine Deepwell-Platte. 8 Segmente für jeweils eine Probe. Also es ist möglich, gleichzeitig 96 Proben zu bearbeiten.
Das Ganze ist kompatibel mit dem SBS-Standard, also basierend auf dem Microplate-Format. Und das Ganze bietet einen entscheidenden Vorteil, dass es möglich ist, die Dialyse zu automatisieren. Da komme ich nachher im späteren Verlauf noch dazu. Es sind verschiedene Cut-Offs verfügbar zwischen 3,5, 6 bis 8 und 12 bis 14 Kilodalton und demnächst auch neuere Varianten mit 2, 20 und 140 Kilodalton. Als nächstes möchte ich Ihnen ein kurzes Video zeigen, das die Handhabung dieser Microdialyzer demonstriert. Man sieht hier eine Kartusche MD100 Microdialyzer. Dieser passt, wie bereits erwähnt, in eine Deepwell-Platte. Befüllt werden kann jedes Segment mit einer üblichen Laborpipette. Zwar wird es in diesem Fall die rechte Öffnung, kann die Probe eingefüllt werden und auf diesem Weg auch nach der Dialyse wieder entnommen werden. Es ist weiterhin möglich, auch einzelne Segmente zu bearbeiten. Das heißt, diese lassen sich einfach abtrennen und können beispielsweise in einem Reaktionsgefäß einzeln bearbeitet werden. Weiterhin ist möglich, die Proben mit einer Mehrkanalpipette zu bearbeiten. Das heißt, man kann mit einer Achtfachpipette, wie wir jetzt gleich sehen, eine komplette Kartusche befüllen und auch die Proben nach der Dialyse wieder entnehmen. Dialysepuffer würde man, wie wir jetzt sehen, in den Außenbereich oder in eine Vertiefung der Deepwell-Platte geben und anschließend, um die Dialyse zu starten, die Kartusche mit den bereits befüllten Proben einsetzen. Die Probenentnahme erfolgt dabei genauso einfach wie die Probenzugabe über, wie bereits erwähnt, Standard-Laborpipette. Nun möchte ich zwei Beispielanwendungen für die Dialyse vorstellen. Das ist zum einen die Entsalzung von Proben, zum anderen die Entfernung von Detergenten. Sie sehen auf der linken Seite den Verlauf einer Entsalzung, das heißt die Abnahme der Salzkonzentration über die Zeit in der Probe. Man sieht hier, dass die Dialyse in einer sehr kurzen Zeit abläuft und die Probe ja quasi komplett entsalzt wird. Dieser Prozess dauert in diesem Fall weniger als 2 Stunden. Was kein schlechter Wert für eine Dialyse ist. Auf der rechten Seite sehen Sie die Dialyse von SDS bzw. Schaps. Hier sieht man, dass die Dialyse ebenfalls gut möglich ist, bis hin zu einer Entfernung der Detergenzien. Was weiterhin auffällt, ist, dass dies deutlich langsamer abläuft, was am dem Detergent selbst liegt, dass dieses erst in sogenannten Monomeren vorliegen muss, um die Dialysemembran passieren zu können. Dieser Prozess läuft dabei wesentlich langsamer ab. Weiterhin haben wir ein basierend auf dem
Stylizer-System ein Kit zusammengestellt, das im Vergleich zu den, ja, ich sag mal, normalen Kits mit den Deepware-Platten die Handhabung etwas erleichtern soll und damit Handling-Zeit sparen zu können. Dieses System eignet sich für ja, ähnliche Proben, die gegen den gleichen Dialysepuffer dialysiert werden. Das heißt, wir haben hier keine 96 einzelnen Pufferreservoire, sondern verwenden ein großes Puffergefäß, was oder in dem es auch möglich ist, einen Magnetrührer einzubringen und diesen Puffer zu durchmischen. Das führt dazu, wie man in der nächsten Abbildung, möchte ich noch ganz kurz zeigen, wie man das System anwendet. Das heißt, wir haben hier zwei Boxen. In einer befindet sich ein Gitter mit den eingesetzten Microdialysern. Eine zweite Box dient dazu, den Puffer aufzunehmen. Die Proben können, wie bereits gezeigt, gefüllt werden in die Dialyser. Es wird eine Verschlussmatte oder Verschlussfolie mitgeliefert, um das Ganze ja, zu schützen während der Dialyse. Man setzt das in das Pufferreservoir ein und die Dialyse läuft ab. Anschließend kann man das Gitter entnehmen und mit der weiteren Entnahme der Proben, Analyse und so weiter fortfahren. So, auf dieser Abbildung sieht man die Entfernung eines Farbstoffs als Beispiel für die Dialyse, in dem Fall Paranitrophenol. Sie können erkennen, dass die ja, rot dargestellten Messwerte und, sind mit der rührenden Puffer aufgenommen. Das heißt, das Ganze läuft wesentlich schneller ab als vergleichsweise in einer Dialyse, die in diesen Deepware-Platten durchgeführt wurde, ohne Rühren. Hier kann man wiederum etwas zeitsparend im Verlauf der Dialyse und zusätzlich zum Handling Zeit sparen, sofern man Proben einsetzt, die ähnlich sind und beispielsweise den gleichen Farbstoff enthalten, den man in allen Proben entfernen möchte. Eine weitere Anwendung der Dialyse ist die Reaktivierung einer Enzymaktivität oder Renaturierung eines Proteins. Man hat häufig Reinigungsschritte, die beispielsweise diese erfordern, hohe Konzentrationen an Harnstoff einzusetzen. Harnstoff wirkt denaturierend und wird eine Aktivität ihres Enzyms oder ihres Proteins aufgrund der räumlichen Änderungen, Konformation herabsetzen oder ja, herabsetzen. Durch Dialyse ist es hier wiederum möglich, schonend beispielsweise Harnstoff zu entfernen. Sie sehen auf der linken Seite den Verlauf der Harnstoffkonzentration, sehen, dass der Harnstoff in den Microdialysern sehr schnell entfernt wird, in den Außenbereich gelangt und somit innerhalb von 2 Stunden die Probe vom Harnstoff getrennt werden kann. Auf der rechten Seite sehen Sie die Aktivität von Trypsin. Sie sehen an dem Nummer 1 ist die Aktivität in Anwesenheit von Harnstoff, diese wesentlich reduziert ist im Vergleich zu den Kontrollen ohne Harnstoff, hier in 3 und 4 dargestellt. Und Sie können
Balken Nummer 2 erkennen, dass die Aktivität, nachdem der Harnstoff entfernt wurde, ja, zu ungefähr 75% wiederhergestellt werden konnte. Ein weiteres oder eine weitere Variante der Microdialyzer ist der sogenannte Equilibrium Dialyzer ED300. Der wurde entwickelt aufgrund Kundenanfragen, die den Wunsch äußerten, ob es nicht möglich wäre, den Außenpuffer zu wechseln, ohne dass die Kartusche aus der Tiefwellplatte genommen werden muss. Und dies ist mit diesem Produkt möglich. Das heißt, hier wurde ein Kanal eingebracht, der es ermöglicht, über die obere Öffnung den Außenbereich des Dialyzers ja, zu füllen und auch wieder zu entnehmen. Damit eignet sich das Ganze gut für Gleichgewichtsdialysen. Das heißt, wenn man an Puffer und Probenbereich interessiert ist, hier wiederum wird ein Volumenbereich bis 300 Mikroliter erreicht. Das Ganze ist wie gehabt im Format der 96 Proben gestaltet und auch kompatibel mit Liquid Handling Devices. Diesen Video möchte ich kurz demonstrieren, wie der ED300 in einem Pipettierautomaten eingesetzt wird. Man sieht hier eine komplette Deepwell-Platte mit ED300 Kartuschen, 12 Stück an der Zahl. Man sieht jetzt, wie der Dialysepuffer durch die obere Öffnung in den Außenbereich pipettiert wird. Und man wird anschließend gleich sehen, wie die Probe, in dem Fall Paranitrophenol, über die zweite Öffnung in den Innenbereich des Dialysers gefüllt wird. Die Entnahme erfolgt analog der Zugabe der Probe. Das heißt, hier ist wiederum über die gleichen Öffnungen ist es möglich, den Puffer und auch die Probe zu entnehmen. In dem Fall läuft alles vollautomatisch ab, kann protokolliert werden und bietet eine hohe Reproduzierbarkeit. Hier sieht man den Außenpuffer, wie er leicht gefärbt ist durch die Dialyse des Farbstoffs. Wie bereits erwähnt, ist der ED300 geeignet, um Gleichgewichtsdialysen durchzuführen. Ich möchte anhand des Beispiels der Cortisolbestimmung des freien Cortisols im Serum das zeigen. Sie sehen hier ein Schema der Gleichgewichtsdialyse. Man sieht, dass in dem Fall schematisch dargestellt das Cortisol und das corticosteroidbindende Globulin. Wir haben eine bestimmte Konzentration an gebundenen Cortisol und freiem Cortisol und in der Medizin gibt es Anwendungen, in denen man die freie Konzentration des Cortisols bestimmen möchte. Und da bietet sich die Gleichgewichtsdialyse an. Wenn man auf der rechten Seite sieht, kann man das freie Cortisol kann durch die Membran diffundieren und somit im Gleichgewicht hat man die Gleichkonzentration an freien Cortisol im Innen- und Außenbereich. Und man hat hier die Möglichkeit, zum einen den Gesamtcortisolwert zu bestimmen, als auch die Konzentration des freien Cortisols.
Hier sehen Sie eine solche Beispielanwendung in der Gleichgewichtsdialyse. Sie sehen, dass ein Gleichgewicht eingestellt wird und dass es somit möglich ist, die Konzentration an freien Cortisol zu bestimmen. Diese Kurven wurden ebenfalls in Hochdurchsatz von oben, also Hochdurchsatzmessung möglich ist.